Liebe Zuschauer, am Donnerstag stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf der Agenda. Hier unser Ausblick auf die wichtigsten Termine. Wir starten um 9.55 Uhr mit Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt, und zwar mit den Arbeitslosenzahlen. Und hier erwartet man im November einen Rückgang von 10.000 gegenüber dem Vormonat. Die Arbeitslosenquote war im Oktober bei 5,4%. Hier liegt aktuell keine Schätzung am Markt vor. Da müssen wir uns überraschen lassen, was dann am Donnerstag tatsächlich veröffentlicht wird. Also das wären positive Signale, wenn die Arbeitslosigkeit weiter zurückgeht. Das könnte für gute Stimmung am Markt sorgen. Um 10 Uhr dann werden alle schauen, was sich tut, werden auf die Nachrichtenagenturen schauen, auf die Ticker der Nachrichtenagenturen, was von dem wichtigen Treffen der OPEC tatsächlich vermeldet wird. Es ist ein halbjährliches, turnusmäßiges Treffen. Und eigentlich ist es ausgemachte Sache, dass die bereits laufende Ölförderkürzung verlängert wird. Das Ganze wurde vor einem Jahr erstmals beschlossen, auch erfolgreich, denn die Ölpreise sind aktuell auf dem höchsten Stand seit rund 2 Jahren. Insofern hat diese Förderkürzung gewirkt, hatte die Preise in den letzten Wochen auch schon angeschoben, bevor es jetzt in den letzten Tagen wieder etwas gen Süden geht. Also es ist eigentlich ausgemachte Sache, dass die OPEC eine Verlängerung verkündet. Allerdings wäre es wichtig, dass Russland auch dabei ist, und das ist aktuell wohl noch fraglich. Ja, dann schauen wir weiter auf die Termine um 11 Uhr. Verbraucherpreise für den Monat November, dieses Mal auf europäischer Ebene. Wichtig natürlich insbesondere für die Notenbank. Sie hat die Inflationsrate im Blick, schaut, inwieweit sich die Preise tatsächlich verteuern. Eine Quote, also eine Zielquote, gibt es ja aktuell von rund 2%. Davon sind wir noch entfernt. Erwartet wird im November eine Teuerung von 1,6%. Und je nachdem, wie sich diese Preise eben entwickeln, wird auch die Europäische Notenbank EZB ihre Geldpolitik weiter ausrichten. Quartalszahlen gibt es auch noch am Donnerstag, und zwar von Rocket Internet. Also die Start-up-Schmiede wird selbst Zahlen vorlegen. Am Montag gab es ja bereits die Zahlen von Delivery Hero, die gut ausfielen. Das Unternehmen wächst, nur die Gewinne, die sind eben aktuell noch nicht da. Wir sind gespannt, was die einstige Muttergesellschaft Rocket Internet dann am Donnerstag bekannt gibt und wie sich das Ganze auf den Aktienkurs auswirkt.